Hallo, liebe Zukunftsbauer, es ist wieder Mittwoch und zwar der 18. Dezember 2019 und damit der letzte Mittwoch vor Weihnachten und auch der letzte Podcast in diesem Jahr. Für mich ist das Jahresende immer eine besondere Zeit, bei der die Hektik des Alltags einmal zur Ruhe kommen darf und Zeit ist für Reflexion und Planung. Ein bisschen mag ich auch mit Ihnen reflektieren und das Podcast-Jahr Revue passieren lassen. Insgesamt sind dieses Jahr mehr als 40 Folgen von Bau dir deine Zukunft entstanden, sodass wir mit dieser Folge jetzt insgesamt 91 Folgen haben. Wow! Seit knapp 2 Jahren gibt's jetzt meinen Podcast und Woche für Woche habe ich viele spannende Interviewpartner bei mir. So in diesen Jahren waren zu sehen und zu hören Dr. Monika Hein, mit der ich über Empathie gesprochen habe. Wir haben uns wichtigen Zukunftsthemen gewidmet, wie mit Christian Buchholz, mit dem ich über Kreativität und Innovationsfreude gesprochen habe. Mit Susanne Nickel habe ich über Change geredet und mit Dr. Isabel Kirschner und Bettina Hofstetter über das spannende Thema New Work. Eins, was mir auch immer besonders am Herzen liegt, ist unser Klima, unsere Welt, unsere Welt. Und da habe ich mir 2 Podcast-Partner eingeladen oder vielmehr 2 Experten eingeladen. Einmal war das der Peter Fries, der Menschen, also ein Unternehmen, klimaneutral stellt. Und einmal durfte ich mit Felix Finkbeiner über sein Plan for the Planet sprechen, was dieses Jahr auch unsere Weihnachtsaktion geworden ist. Der 50. Podcast mit unserem Freund und Stand-Up-Comedian Kieran McMahon aus Irland war sogar in englischer Sprache. Und zwar über das Thema humorvolle Kommunikation. Natürlich waren noch sehr, sehr viel mehr da, aber diese paar sollen stellvertretend für die vielen tollen Experten, Autoren und Unternehmer sprechen, die dieses Jahr in meinem Podcast waren. Allesamt haben sie ihre Zukunft gestaltet und sie haben uns auch an ihrem Weg teilhaben lassen. Ich persönlich habe viel gelernt und die Resonanz von Ihnen, meinen Podcast-Hörern, zeigt mir, dass Bau dir deine Zukunft auch für Sie Relevanz hat. Das freut mich sehr. Herzlichen Dank schon mal dafür. Kürzlich hat mir einer meiner Hörer einen Brief geschrieben, um sich für den Podcast zu bedanken. Das hat mich wirklich sehr gerührt. Ein kleiner Ausschnitt daraus. Liebe Frau Zulkowski, ich möchte Ihnen mit meinem Büchlein ein kleines Dankeschön für Ihre wunderbaren, tiefgründigen und hoffnungsvollen Podcast-Beiträge senden. Ich habe in den letzten Monaten alle Ihre Podcasts noch einmal nachgehört und bin von Ihrer lebensfrohen Art sehr begeistert. Auch gefällt mir sehr gut, wie Sie es immer wieder schaffen, den Interviewpartnern spannende Geschichten und Lebensweisheiten zu entlocken. Danke, danke, danke für dieses wundervolle Feedback. Ganz ehrlich, es hat mich tief berührt und es berührt mich immer noch sehr und macht mich auch unendlich dankbar, denn genau dafür mache ich Woche für Woche einen neuen Podcast und spreche spannende Menschen an, die Sie und mich mit ihren Geschichten inspirieren. Ja, noch ein kleiner Blick auf die unternehmerische Seite. Das war auch für mich ein recht spannendes Jahr und ich hoffe, das war es auch für Sie und es rentiert sich, immer sich mal hinzusetzen und das anzuschauen. Ich durfte so manches Publikum zum Beispiel zum Thema Visionen anstiften, den Führungszirkel Bayern starten, um gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ein Kompetenzprogramm für Führungskräfte aufzusetzen. Haben wir gleich 5 Teilnehmer gehabt, maximal 6 Plätze haben wir und die Feedbacks haben mich auch zutiefst dankbar gemacht. Das zeigt, dass auch hier in der Region es einfach Sinn macht, so ein Programm aufzubauen. Und der nächste Kurs, der startet übrigens bereits wieder im Januar. Und was mich freut, es gibt noch genau 2 Plätze. Ja, und wenn Sie das Jahresende nutzen wollen, um an Ihrer guten Zukunft zu bauen, so habe ich noch einige Anregungen für Sie. Erstens, wenn es um Ihre persönliche Zukunft geht, empfehle ich Ihnen meine seit Jahren bewährten kostenlosen Quick-Checks.
Die finden Sie erstens auf meiner Website, aber zweitens verlinken wir die auch hier unten im Folgetext. Das ist einmal, um das Jahr wirklich gut abzuschließen, nochmal hinzuspüren. Dauert nicht lang, das ist wirklich, deswegen heißen sie auch Quick-Checks, so zweimal maximal 10 Minuten, und dann hat man trotzdem ein gutes Gefühl für das Jahr. Und den zweiten, den ich Ihnen empfehle, ist mein Kompassplan, der eben für jedes Jahr neu die Dinge sich anschauen können. Dann können Sie Ihr Ziel für das Jahr festlegen, auch was Sie nutzen wollen, welche Lernziele Sie haben und so weiter. Also ich mache das wirklich jedes Jahr und bin ganz froh drüber, auch wenn ich mal nachblätter, was ich so geschrieben habe, ist das für mich sehr wertvoll. Also diese zwei gibt's gratis bei mir, einfach im Folgetext schauen oder auf der Webseite unter gratis, da finden Sie das. Ja, wenn Sie jetzt Ihre Vision mal überarbeiten wollen und nochmal mit viel Energie ins neue Jahr starten, dann empfehle ich Ihnen von Herzen meinen Online-Kurs Wissen, wo es lang geht, wo die Methodik Future Zooming, mit der ich schon sehr, sehr viele Seminare gemacht habe und viele Menschen begleiten durften. Das zu machen, bringt eben wirklich viel Klarheit und man kriegt richtig Lust, durchzustarten. Man macht ein fetziges Projekt und dann schaut man genau hin, was es alles braucht, um seine Zukunft im neuen Jahr auch Wirklichkeit werden zu lassen. Es sind 19 Lektionen, gerade das Richtige so für die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und ich habe auch einen Weihnachtsaktionscode, den Sie auch eben in dem Folgetext finden, und damit sparen Sie sogar 60 Euro. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen ein frohes Fest, besinnliche Tage zum Seele baumeln lassen und Zukunft denken oder vielleicht auch mal gar nichts denken. Einen funkelnden Start in ein gesundes und erfolgreiches 2020, und dass wir uns vor allen Dingen auch weiterhin begegnen oder hören, das freut mich sehr, und bleiben Sie mir treu, bleiben Sie dabei. Ich freue mich drauf. Wir hören uns wieder am 8. Januar, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Machen Sie es gut und lassen Sie uns gemeinsam zum Anstifter für eine gute, lebenswerte Zukunft werden. Von Herzen, Ihre Silvia Zwilkowski. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Zwilkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-zwilkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.